Hallo und herzlich willkommen zur 40. Ausgabe meines Kaffee-Talks. Die Zahl 40 hat im Christentum eine hohe Symbolkraft, aber es ist wirklich reiner Zufall, dass ich genau heute hier im Kloster bin, bei den Benediktinerinnen der Anbetung im Liebherztal in Wien-Ottakring. Und lange musste ich nicht bitten um einen Kaffee und sogar Kuchen. Vielen Dank für den Einlass, liebe Schwester Nathanaela Gmoser. Ja, ich freue mich, dass Sie da sind und das finde ich wirklich einen schönen Zufall mit der 40. Folge. Das stimmt. Das ist toll. Ja. Ich freue mich auch sehr. Dankeschön. Liebe Schwester Nathanaela, ich habe vor 17 Jahren meiner Liebe das Ja-Wort gegeben. Ja. Damals hat der Himmel geweint, ich nehme an, das waren Freudentränen, es hat geschüttet. Mhm. Wann haben Sie sich entschieden, Ihr Leben Gott zu weihen? Wie alt waren Sie da und kam der Ruf von Gott? Ja, also davon gehe ich aus, weil ich glaube, mir wäre das selber nicht eingefallen. Also da habe ich schon eben so diesen inneren Eindruck gehabt, da zieht mich etwas oder jemand in dem Fall und lädt mich ein. Und ich war doch ja relativ jung, ich war 21, als ich eingetreten bin. Aber mit 21 beim Eintritt ist es ja noch nicht dann fix für immer, sondern es gibt ja einen Prozess, in dem man sich befindet, wenn man ins Kloster geht. Und genau, aber eingetreten bin ich mit 21. Mhm. Und muss man als Ordensschwester eine Ausbildung absolvieren? Ja, also es gibt Ausbildung dieses und jenes. Also wenn man vorher schon jetzt eine berufliche Ausbildung angefangen hat, ist es gut, mal die abzuschließen und dann ins Kloster zu gehen. Und es wird auch hier sehr gefördert, dass man eben beruflich sich weiterbildet und entwickelt. Aber es gibt auch eine Ordensausbildung. Ja. Das heißt, wenn man eintritt, dann hat man eben noch nicht das Ordenskleid an, sondern eben zivile Kleidung, wie Sie tragen. Und geht dann so gewisse Schritte ab. Nicht? Man wird mal in das sogenannte Noviziat aufgenommen. Das heißt, dass man einfach mal mitlebt, man lebt schon das Leben, das hier gelebt wird, lebt den Tagesablauf mit, hat sich aber noch nicht jetzt durch ein Versprechen gebunden an die Gemeinschaft. Okay. Und dann bindet man sich mal auf Zeit und dann einfach fürs Leben. Also das ist so ein Prozess von mindestens 6 Jahren. Es gibt eine Bindung auf Zeit auch. Genau. Aber das heißt, beim Eintritt ins Kloster muss man ein Versprechen, ein Gelübde ablegen. Eins davon ist Gehorsam, aber gibt es noch weitere Verpflichtungen oder weitere Versprechen? Was muss man einhalten? Genau. Also das ist dann aber erst nach einer gewissen Zeit, nachdem man das Leben auch mal jetzt wirklich, ich sag mal, ausprobiert hat, dann entscheidet man sich, ja, möchte man diese Gelübde ablegen, zuerst einmal für eben 2 Jahre und dann nochmal für 2 Jahre. Und im benediktinischen Leben, das ist ein bisschen anders zu anderen Ordensgemeinschaften, versprechen wir eben die Beständigkeit, also dieses Bleiben in unserer Beziehung zu Gott, aber bleiben auch an diesem Ort, wir werden nicht woanders hin versetzt. Und dann eben den Gehorsam und dann noch den klösterlichen Lebenswandel heißt das. Und das inkludiert einfach hier in der Gemeinschaft zu leben, heißt auch Gütergemeinschaft. Das heißt, wir haben jetzt nicht jeder ein eigenes Konto oder so, sondern diese Form der Anspruchslosigkeit ist da drinnen und auch die Ehelosigkeit. Also wir leben eben hier als Gemeinschaft zusammen und das heißt auch, dass wir nicht heiraten. Und versprochen heißt versprochen und wird auch nicht gebrochen. Aber gibt es dennoch Aussteigerinnen? Gibt. Dafür ist einmal vor allem auch die erste Zeit, eben wo man sich noch nicht fix fürs Leben gebunden hat, da, dass man das wirklich gut unterscheidet. Und da gibt es immer wieder auch Leute, die sagen, ja, ich habe erkannt, das ist nicht mein Weg. Ja? Dann nach den sogenannten ewigen Gelübden gibt es auch, aber eher weniger, nur ich muss sagen, das ist auch nicht der Blick, mit dem ich das Ganze mache, sozusagen, da ist ja noch die Hintertür, da kann ich eben wieder raus und so. Sondern man macht das ja, wie, wenn man heiratet, auch mit ganzem Herzen und nicht noch mit irgendwo einer Klausel, aber ich kann eh noch irgendwie gehen und so, sondern ja, das macht man schon mit ganzem Herzen. Und als Ordensschwester ist man jetzt nicht nur für Gott, sondern auch für die anderen Menschen. Welches soziale Engagement beinhaltet denn eure Ordensgemeinschaft? Also wir haben hier bei uns eine Einrichtung für Kinder mit Behinderung, die in 3 Wohngruppen hier leben, also eine sozialpädagogische Einrichtung. Die Kinder können aus verschiedenen Gründen nicht in der eigenen Familie leben, weil es dort einfach Schwierigkeiten gibt. Und gemeinsam mit unseren Kolleginnen betreuen wir hier vor Ort die Kinder. Wir haben noch ein zweites Haus in Wien im 11. Bezirk. Dort gibt es eine Einrichtung, wo Kolleginnen in die Familie gehen, um dort zu unterstützen, damit eben eine Abnahme verhindert werden kann. Und da gibt es auch einen Kindergarten. Also so, wir sind hauptsächlich im Bereich Kinder aktiv, aber Schwestern haben auch andere Aufgaben. Wir haben eine Mitschwester, die ist im Krankenhaus tätig, auf einer Palliativstation. Oder wir haben auch Schwestern, die hier im Haus verschiedene Aufgaben haben. Also das ist individuell auch nach beiden Bedürfnissen, aber auch Fähigkeiten der Schwestern. Das heißt, ihr arbeitet, ihr betet, ihr seid wieder anderen Menschen da
bleibt dann eigentlich noch Zeit für sich selbst, beziehungsweise hat denn eine Ordensschwester die Möglichkeit, noch ihrem Hobby nachzugehen oder zum Beispiel auch halt dem Sport nachzugehen? Ich meine, blöde Frage, dürfen Ordensschwestern zum Beispiel schwimmen gehen, wenn es so heiß ist? Ja, also gute Frage und ja, es ist so. Also das ist bei uns sehr wohl möglich und auch wichtig, dass man diese Zeit hat, wo man den eigenen Hobbys auch nachgehen kann, weil man da ja auch wieder auftankt, um das Ganze dann auch gut wieder so diese Freude in die Gemeinschaft reinzubringen. Ja? Und das heißt, wir können unseren Hobbys nachgehen, die sind unterschiedlich. Manche Schwestern sind musikalisch, die spielen ein Instrument, manche lesen gern. Ich mache gern Sport auch. Welchen Sport machen Sie? Nicht extrem, aber ich gehe gern laufen. Genau, also das mache ich. Und sonst gibt es halt verschiedene andere Interessen, die Schwestern halt verfolgen. Sehr interessant, ja. Die Ordensgemeinschaft ist eine Community und so manches Unternehmen, glaube ich, kann durchaus neidisch sein. Ihr lebt ein vorbildliches CI, das heißt, ihr habt eine Corporate Identity, ihr habt ein Corporate Wording, das heißt, ihr habt eine einheitliche Gottessprache oder die gemeinsame Gottessprache, ihr habt ein Corporate Design, das heißt, im Außen auftreten, auch mit eurem Outfit, ihr habt die Corporate Culture. Wie gewinnt ihr denn neue Mitglieder für eure Gemeinschaft? Das heißt, und wie viele Bewerbungen kann man sich so vorstellen, finden in einem Jahr statt? Also das kann man eben nicht, also das haben Sie super gesagt mit dem Vergleich mit dem Unternehmen, das finde ich toll, aber nicht was das betrifft, also es ist nicht so, dass wir jetzt Stellenanzeigen schalten und dann bewerben sich die Leute, sondern das ist wirklich was, wir können es anbieten, dass man kommen kann, uns kennenlernen kann und prüfen kann, ob das Leben für eine Frau ist, aber es ist nicht so, dass wir da was jetzt unbedingt aktiv sonderlich beitragen könnten, weil es eben ein Ruf von Gott ist und dann kann es mal sein, dass ein paar Jahre niemand kommt und sagt, ich möchte eintreten, dann könnte es sein, dass jemand, dass in einem Jahr fünf kommen, ich weiß es nicht. Ja. Das, darauf haben wir vielleicht einen kleinen Einfluss, indem wir sagen, wir versuchen aufmerksam zu machen, uns gibt es und man kann uns kennenlernen, aber wir können niemanden reinziehen sozusagen oder mit besonderen Benefits da werben, dass jemand kommt, wie ein Unternehmen das vielleicht machen würde. Es muss jedenfalls aus dem Inneren kommen. Genau. Ich meine, eine Eigenschaft, die man mitnehmen muss, ist auf alle Fälle diese Teamgemeinschaft, weil man muss auch sich eingliedern können und anpassungsfähig sein. Genau, es ist beides. Die Gemeinschaft schafft einen gewissen Raum, wenn jemand neu kommt, dann muss sich das ein bisschen wieder formieren und man macht einen Platz, damit eine neue kommen kann. Aber man muss auch willens sein, dass man sich selber da einbringt. Ja, und auch, ja, es braucht beides. Man muss allein sein können auch, das ist schon auch wichtig. Ja. Aber man muss auch lernen, in Gemeinschaft zu leben. Und da gibt es halt Herausforderungen wie überall. Ja, aber man kann durchaus als Gast auch zu euch ins Kloster kommen. Genau. Das heißt, um zum Beispiel Stille zu erfahren, Gebete richtig, zu beten. Genau, also wir haben auch Gästezimmer, wo jemand einfach auch kommen kann, um... Ich sehe gerade, die Sonne strahlt uns in unser Gespräch. Ja, die, also wo einfach jemand kommen kann, auch um einfach hier ein paar Tage zur Ruhe zu kommen. Das sehr ist auch möglich, genau. Sehr, sehr interessant. Vielen Dank, liebe Schwester Nathanaela. Gerne. Eine Frage habe ich noch. Ihr habt ja einen wunderschönen Klostergarten. Ja. Und ihr habt sicherlich auch eine Melisse angepflanzt, oder? Ja, haben wir angepflanzt, genau. Also Zitronenmelisse haben wir. Ich habe Zitronenmelissensirup vor kurzem gemacht. Willst du noch einen Schluck vielleicht? Ja, auf alle Fälle. Gerne. Ich bin überzeugt davon, dass er himmlisch schmeckt. Ja. Klosterfrau Melissengeist ist eines der ältesten und bekanntesten Arzneimittel. Das ist ja ein Destillat aus 13 Heilkräutern und das hat, soweit ich gelesen habe, 1826 eine Klosterfrau in der Nähe des Kölner Doms angepflanzt. Aber auf euren Zitronenmelissensaft bin ich schon sehr, sehr gespannt. Gerne. Vielen lieben Dank. Wir genießen jetzt unseren Kaffee. Ich sage nochmal danke fürs Gespräch, danke, dass ich hier mal hat kurz sehr gefreut in den Lebensbereich eintauchen durfte. Ja, herzlich willkommen, Sie wieder einmal oder auch andere Gäste bei uns. Dankeschön, vielen lieben Dank und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei einem Kaffee, aber bitte mit Sahne. Aber ich genieße jetzt auch noch den Kuchen. Ich glaube, das ist ein Riebselkuchen. Genau, ja, mit Riebelsmarmelade aus dem Klostergarten. Wunderbar, vielen lieben Dank. Dankeschön, bis bald.